So, wir sind hier am Dünsberg mit Lukas und mit Mario. Und mittlerweile so ca. 20 Kilometer von geplanten 50. Ein reines Auf- und Abspiel. So, Lukas, 2 Kilometer in den Beinen und das Laktat spritzt aus den Ohren. 60 Höhenmeter, wenn nur 100. Mario, erzähl uns was zu deinem Fahrrad. Zu meinem Fahrrad? Ja, das interessiert die Leute immer, was man für Fahrräder fährt. Ja. Was fährst du für ein Rad? Ich habe ein Cannondale FSI. Noch die alte Lefty drin, die 2.0, also upgraded auf 2.0. Meine Laufräder sind von Nippelshop, handgefertigt, Carbon. Nice. Schlauchlos. Nippelshop hat sich jetzt umbenannt in, weiß ich nicht. Ansonsten XTR-Bremsen, Powermeter von Power to Max. Auf jeden Fall geiles Style. Ab Mario, Bunny Hop. Richtig Druck hast, wenn du umkippst, du hast den Druck so komisch drauf. Kann doch mal sein, dass die Dinger gar nicht aufgehen. Ne? Ich hatte am Anfang ja gar nicht gecheckt, wie man fester machen. Ja. Ich hatte eine Seite, die wissen wir, wenn ich gezogen habe, so rausgezogen. Und das war mehr Grund oder so, da war das schon manchmal echt ganz schön. Und schlimm ist, man gewöhnt sich halt gerade. Wenn man springt oder so, ne, war das Rad ja so fest am Fuß. Ja. Fährt man mal mit Flatpedal danach, dann kann es ganz schön ins Auge gehen. Das Füße stimmt. Du von dem Pedal ab und du fällst unten irgendwo rein. Auf ein Schienbein oder so, weißt du? Oder dann sitzt man einfach auf der Stein. Ja. Füße sind wärmer als beim letzten Mal auf den Strecken bei dir. Ja. Lukas hat sich neue Ryzen-Überschuhe geholt, weil er noch 2 Wochen später Probleme hatte mit blauen Zehen. Ja, so schlimm war es doch nicht, aber es war. Ich habe sogar 12 Euro extra für Express bezahlt, damit die rechtzeitig ankommen. Oder? Auf jeden Fall. Das war Gold wert. Ja, 13 Grad überlebt habe, was ich überhaupt brauche, aber wir haben glaube ich 5 Grad weniger. Ja, Hammer. Aber Überschuhe lohnen sich. So Jungs, Futterzeit. Eine Süßkartoffel. Ja, ich versuche davon wegzukommen hier von der Chemie. Die guten, so, guten Gummibärchen. Als würden wir hier über Alkohol oder Rauchen reden. Ich versuche davon wegzukommen. Es fängt dann noch ein bisschen an zu regnen. Hier, Lukas. Wie sieht's aus, Orbits technisch? Fühlst du dich gut vorbereitet? Eine noch Woche nicht. Hast du noch? Noch nicht, aber es wird schon. Bitte. Ja, muss man einen lockeren anfangen. Das stimmt. Also jetzt der Weltrekord im Everesting ist wieder unterboten worden. Ja, hab ich auch gehört, mit Spezialfahrrad mit 5 Kilo oder sowas. Ja. Wahnsinn. Von daher zählt das überhaupt mit so einem leichten Rad. Das ist egal, glaube ich, da gibt es keine Regeln. Ja. Was im Downhill, nicht zum Hochfahren. Ja, das ist schon, das ist ja das Ding, ja. Im Rennmodus da hoch, alter Falter. Also überhaupt nicht. Komm, das ist schon immer grenzwertig, ja. Rennen auch hochschieben. We'll be right back.
geile Strecke. Ich bin mal gespannt, was die Jungs gleich dazu sagen. Lukas, ein paar Worte an den Veranstalter dieser Strecke. Deine Eindrücke? Leck mich am Arsch. Ne, ich fand die Schwelle. Ja, ich find's auch. Also. Ich war nur irgendwann so müde, es ging einfach nicht mehr. Ja gut, wir morgen ist schon früh, bis ist hart. Genau, bist ja früh aufgestanden. Das ist schon krass. Die ganze Zeit, eigentlich geht's noch, aber irgendwann dann, ich wenn ich so angetreten bin, dann sind wir irgendwann so wirklich so richtig spitz zurück nach links gefahren und dann habe ich gemerkt, oh jetzt kommt so ein Berg, das war's jetzt. Es kamen noch richtig fiese Dinger, ne? Oh ja, also 4 Kilometer, die können sich ordentlich ziehen. Ne? Der letzte Berg, wo ihr gesagt habt, da war alles gegeben. Ich habe Fahrt von 3 Stunden 42. 50 Kilometer, 1409 Höhenmeter. Das ist ja 4 Stunden 45 oder sowas. Ich habe Fahrt auf 3 Stunden 43. Hier 4 Stunden? Im Gesamtzeit. Aber der hat wahrscheinlich, der stoppt ja nicht von alleine, ne? Nee.